Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan OWL Teutonen. Ja, wieder mal eine Runde Clash Royale. Es gibt ja wieder was Aktuelles. Ich hätte es fast nicht geblickt, dass es ja hier eine Herausforderung gibt. Die spielen wir auch gleich, nachdem wir die paar Kistchen hier geöffnet haben oder die Thron. So, wir gucken mal weiter. Ja, da ist jetzt nie so was Tolles drin. Also aus den Truhen habe ich auch noch nie wirklich was Gutes gezogen. Und machen aber die hier weiter auf. Okay. So, eine läuft. Ich habe kleinere Veränderungen in meinem Deck getroffen. Ich habe die Prinzessin hier mit reingenommen und den Elektromagier in das Luftdeck hier. Mir fehlen jetzt noch 13 Karten hier oben für die Musketierin. Die geht auf jeden Fall auf 8, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Das ist so ein bisschen die Allzweckwaffe. Und wir gucken aber mal rein in die Herausforderung. Ich habe schon einen Kampf gemacht, habe einen Sieg bisher. Und man muss, jetzt muss ich mal auf Info gucken. Ah, okay, es gibt nur gewöhnlich, aber das macht nichts. Ich habe 1 von 9. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und kämpfen einfach mal eine Runde. So, ich habe gestern ein bisschen am PC gespielt, Clash Royale, also es geht gar nicht, finde ich. Es geht nicht wirklich gut. Und ich beginne aber hier mal mit dem Lava-Hund, so ein bisschen offensiv. Er kommt da unten mit dem Bowler, okay. Den können wir in jedem Fall an irgendeiner Stelle stoppen. Und da gucken wir mal, wie wir die beiden jetzt am einfachsten kriegen. Das sieht noch ganz gut aus. Oh. Ja, das sage ich ja oft öfter, dass es noch ganz gut aussieht. Ich weiß gar nicht, wie hat denn der jetzt meine Prinzessin da weggemacht? Ah, er hat auch eine. Ah, scheiße. Oh, nee. Okay. Komm, Feuerball muss richtig kommen. Jawohl, der kam ganz gut. Der war nicht schlecht. Wir kriegen zumindest so ein paar Hits auf seinen... auf beide Türme sogar. Ah, das ist auch nicht schlecht. Und da weiß ich jetzt wieder nicht, wie ich kontern soll. Ah, okay. Dann würde ich sagen, wir ziehen den trotzdem nochmal nach hier. Er wird ja jetzt in jedem Fall von irgendeiner Seite entweder meinen Hauptturm machen oder den anderen Turm. Er entscheidet sich für den anderen Turm. Und da ist schon wieder der Bowler. Der ist natürlich echt nervig, kann man nicht anders sagen. Und die muss ich jetzt mal irgendwie wegbrezeln hier. Da muss ich jetzt schon mal den Hund zücken. Das geht nicht anders. Oh, wieso rennt denn der Elektromagier jetzt weg? Ah, okay. So. Oh, was machen die denn? Hei. Okay, oh, das sieht noch ganz gut aus. Der brät noch ganz gut rum. Okay, da haben wir einen Turm bekommen von ihm. Und jetzt muss ich natürlich so ein bisschen aufpassen, dass mir mein zweiter Turm hier nicht flöten geht. Und muss jetzt schon mal so ein bisschen kontern jetzt. Jetzt ziehe ich in jedem Fall hier meinen Inferno-Drachen rein und von hier nochmal die Queen. Mal sehen, ob er mir da jetzt noch was entgegensetzen kann, aber das sieht nicht so aus, als dass er... Obwohl, doch, er macht hier noch was. Jetzt konter ich natürlich hier ganz hart. Mal sehen, ob er meinen zweiten Turm kriegt er ganz bestimmt. Da gehe ich mal ganz stark von aus, es sei denn, ich kriege hier jetzt noch meinen Inferno-Drachen nochmal raus, dass der hier nochmal ein bisschen was wegbrät. So, das sieht noch ganz gut aus. Der Bowler macht da auch nicht mehr wirklich viel. Jawohl, 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden, das sieht gut aus. Komm, mach den mittleren Turm noch. Nur noch den mittleren los. Ah, Kampf vorbei. Okay, ist nicht so schlimm. 2 Stück, wir haben gewonnen. Das ist ja unüblich für mich in einer Folge. Ich gewinne, hurra. Weil es so gut läuft, machen wir gleich weiter. Super, und es gibt auch was in die Kronentruhe. Das ist natürlich noch viel, viel besser. Und damit haben wir schon 2. Mal sehen, ob wir noch einen dritten schaffen, ohne eine Niederlage dazwischen. Okay.
Wenn ich das Elixier jetzt gleich wieder voll habe, dann setze ich irgendwie immer den Hund direkt raus. Und mal sehen, den hätte ich jetzt vielleicht vor den Elektromagier schon setzen sollen. Ist egal. Ist nicht so tragisch. Und er kontert hier natürlich schon mal ganz hart mit Bodentruppen jetzt. Ja, das ist natürlich jetzt ein gefundenes Fressen für ihn. Da wird er meinen ersten Turm jetzt haben. Ganz easy hier mit Hox und den Elite-Barbaren. Ja, jetzt muss ich schon ein bisschen aufpassen. Ja. Hier unten gehen die natürlich stark durch. Und jetzt hat er natürlich leichtes Spiel hier mit kleinen Truppen an meinem mittleren Turm. Da muss ich jetzt natürlich höllisch aufpassen. So, jetzt kommen wir ihm aber schon mal ein bisschen näher. Jetzt mache ich das aber mal so. Ah, die gehen ja in jedem Fall durch. Ich bin jetzt... Ah, ja, komm. Ach, das war scheiße. Ja, die lassen durchlaufen. Es war natürlich doof, da jetzt eine Lufttruppe zu setzen, wo ich eigentlich weiß, dass er mit Bodentruppen kommt. Und haben wir klar verloren. Alles gut. Alle guten Dinge in einer Clash Royale Folge. Bei mir sind ja drei, also machen wir noch einen dritten. Gleich hinterher, gleiches Deck. Und ich weiß gar nicht, warum das Design dieser Arenen immer so wechselt. So, gleiches Spiel. Wir nehmen den Lava-Hund und mal gucken, ob ich das jetzt nicht mal so hinkriege, wie mir das eigentlich gezeigt wurde. Dass ich diese Truppen hier setze. Ich muss also schon, ich nehme den jetzt mal hier hin und konter jetzt mit der Prinzessin gleich. Jetzt haben wir nämlich relativ viel hier aus der Luft. Okay. So, Elektromagier dahinter, der eventuell noch so ein paar Truppen da stört. Das sieht noch ganz gut aus. Der Elektromagier geht jetzt auch auf den Magier, dass der nicht ganz so viel Schaden macht. Jawohl, den haben wir weg. Und wir ziehen sofort unseren Inferno-Drachen hinterher. Mal sehen, ob der wenigstens ein, zwei Hits draufkriegt. Kriegt er natürlich nicht. Ah, Mist. Komm, mach den weg. Jawohl. Ah, schade. Schade. 705 noch oben an dem Turm. Das sieht aber noch ganz gut aus. Und ja, ich weiß, sage ich immer, sieht noch ganz gut aus. Mal eben einen kleinen Schluck Kaffee nehmen. Und dann geht das hier unermüdlich weiter. Okay, da kontert er jetzt mit den Jungs hier. Wir gehen aber direkt wieder in die Offensive rein. Das ist mir jetzt egal, dass die weg war. Die sollten sich nur umdrehen. Und ja, der Drache kommt da auch nicht wirklich durch. Oh, jetzt nimmt er den da schon wieder. Okay, da können wir aber mit dem hier kontern und mit dem hier auch. Den X-Bogen machen wir dann in jedem Fall weg. Und jetzt geht er hoffentlich ein bisschen besser durch. Mal sehen, was er jetzt hier zieht, um den Inferno abzulenken. Er kann gar nicht ziehen. Okay, dann nehmen wir gleich den Lava-Hund hinterher und tutu komplett die Lufttruppen weiter. Das sieht gut aus. Die Prinzessin noch leicht dahinter gesetzt, dass die auch noch so ein bisschen was macht. Die setze ich jetzt davor. Und ja, ich denke, der Gegner wird jetzt hier an der Stelle nicht mehr wirklich viel machen. Und das haben wir schön gewonnen. Jawohl. Drei Stück. Ja, super. Läuft doch. So ist das super gegen Sitzu 8. Damit haben wir jetzt, wie sieht das jetzt aus? Fortschritt haben wir jetzt, drei Siege. Und eine Niederlage, also wir können noch so ein bisschen. Und hier kann man was anfordern. Was ist das? Eine einmalige Belohnung. Mhm. Oh. Ja, danke. Dankeschön. Super. Ja, das ist doch mal krass. Hey, sauber. Nicht schlecht. Und am Ende gibt es auch noch was. Na, wunderbar. So kann das weitergehen. Ja, das ist eigentlich erstmal gewesen. Ich wollte einfach mal diese epische Herausforderung mit euch spielen. Heute kommt ja noch eine Folge Clash of Clans. Die wird auch wieder ein bisschen länger, weil wir wieder absolut geil im CK rocken. Und ich weiß gar nicht, ich kann euch gar nicht alle drei Sterne zeigen. Dann könnte ich gleich anfangen live zu streamen. Aber seid gespannt drauf und ich verbleibe einfach. Euer Toto. Clasht.